Also da hatten wir gesagt, Papier, ne? Sind dann nochmal anbauen, dann. Müsste ja hier dann, ne? Nee, wo haben wir denn das? Hier haben wir auf jeden Fall erstmal die Warzen. Ich nehme jetzt auch mal nur die 9 Stück mit. Schwert schärfen wäre nochmal eine Idee. Machen wir gleich. Jetzt habe ich 32 Stück, die reichen ja gar nicht. Da muss ich noch ein paar mehr haben. Dann hatten wir ja hier jede Menge hier. Dann nehmen wir mal die beiden Stapel hier. So, da haben wir dann hier Attack Speed, Attack Damage 7,75. 8,5, ne? Sharpest. Okay, dann machen wir das so. Ah, ach ne, muss ich ja hier, ne? So, und ich glaube, ah ne, wir können sogar noch schärfer machen. Auf 9,25. Ja, dann machen wir das. Need at least one upgrade slot to add this modifier. Ja, also da sind wir jetzt voll. Also wir könnten den Glückswert noch erhöhen. Meine ich. Wir haben jetzt hier Attack Damage 9,25. Na gut. So, das heißt, ich pack den erstmal hier rein. Wie sieht es denn nicht aus hier mit der Schmelze? Da haben wir ja hier auch jede Menge schon. Naja, haben wir hier den Terrakotta, haben wir ja hier. Dann legen wir mal einmal nach. So, und dann zum Tauschen haben wir ja jede Menge hier. Ne? Ich leg mal so einen halben Stack mal eben nach. Alles das, was geht. Zum Tauschen hier nehmen wir mal 1, 2, 3 von denen mal eben mit hier oder gleich 4 Stacks eintauschen. So, dann haben wir gesagt Rotten Flash. Da haben wir ja hier so, dann brauchen wir. Hier ist noch Terrakotta, nehmen wir gleich mit. Die Steine. Die würde ich jetzt ungern zum Tauschen nehmen, weil wir die jetzt ja auch extra hergestellt haben zum Bauen. Da nehme ich mal ein bisschen was mit. Und zwar mal so 2 Stacks hier zum Bauen, hier beim Dorf. Dann brauchen wir, wie gesagt, hier das Papier. Da meine ich, dass wir das hier haben, ne? 2 Sugar Canes. Also die müssen wir auf jeden Fall mehr, ja, anbauen. Ja, die gehen uns ja auch immer hier verloren dann im Winter. Na? Der wollte doch auch
Bücher haben auch so schön mit dem Schnee hier, ne, dass es hier so drauf liegt. Genau. Na? Na, wo ist denn die andere Katze? Ach, hier. Na? Komm mal her, hier. Na? Bisschen hier. Und das Dach. So, die Hunde, die kommen schon klar, ne? So, da haben wir hier Papier. Und, von dem Rotten Flesh, da haben wir doch bestimmt auch noch ein bisschen was, ne? Genau, da nehmen wir uns noch immer so ein Stack mit. Hier noch die ganzen Steaks auch und so. Hier haben wir noch Steine, da war ja Diorit, war ja noch eine Tauschmöglichkeit. So, und dann haben wir da noch Leder. Nee, ich geh mal eben schlafen. So, mal eben alles hier in den Rucksack hier, was wir zum Tauschen jetzt hier haben. Also wir haben hier die ganzen Clay, das Rotten Flesh, hier die Sugarcanes, die müssen wir anbauen. Dann haben wir hier den Terracotta, den wollen wir noch einfärben. Oh, das Kobalt, das muss ich auch mal eben wegpacken hier, das ist zu wertvoll. Das packe ich gleich mal hier in die Truhe hier, so. Wir haben noch den goldenen Helm auf hier aus dem Nether. Oh, die Rüstung ist auch schon wieder ganz schön reparaturbedürftig. Da hatte ich ja überlegt, hier vielleicht noch ein verzaubertes Buch mit Haltbarkeit danach drauf zu packen. Das werde ich mal eben ausprobieren. Und zwar habe ich doch das Papier gerade hier in der Hand gehabt. Genau, da brauche ich ja noch Leder. Ich hole erstmal eben ein bisschen Leder. Jo. So, mal eben sehen. Ja. Ah, jetzt hier im Winter, da sieht man die Tiere auch ganz gut, ne? So, ich werde jetzt erstmal im Eimer hier mal eine Runde füttern. Na? So, ach, komm mal an hier, wa? Ja? Oh, wir haben ja noch ein paar Kühe da, ne? Aha, hier ist eine Akazie gewachsen. Beziehungsweise sie sind ja hier fast alle. Schön. Genau, die hatten wir ja angepflanzt hier das letzte Mal. Na? Komm alle an, ne? Und hier hatten wir auch die neuen Baumsorten ja auch angepflanzt. Hier, der ist noch nicht gewachsen. Und hier hatten wir... Genau, hier hatten wir die Tanne. Und hier hatten wir hier diesen einzelnen, ja, diesen roten Baum ja gepflanzt. Ja, lassen wir mal eben so. Jetzt machen wir mal eben die zweite Runde. Ich
meine, die Schweine, die könnte man eigentlich auch gleich nochmal eben füttern. Da sind ja auch so viele da. Ich meine, hier müsste ich doch auch noch ein bisschen was haben hier an Möhren. Genau, dann nehmen wir doch auch noch hier ein bisschen was mit. Na, komm her. So. Die muss ich wahrscheinlich wegnehmen hier. Da fehlt überall, ach, weil ich hier die Erde weggenommen habe, ne, glaube ich. Mhm. Ja, so. Zwei Schläge. Vier Leder. Nicht schlecht. So. So, dann schnapp ich mir noch mal so eine Kuh hier. Nehmen wir mal hier die einzelne hier. So, dann haben wir noch mal zwei, die da rausbekommen. Ja, alles klar. So. Gut, 13 Leder, da können wir schon mal ein paar Bücher von herstellen. Na? So eine Kuh schnapp ich mir noch mal eben hier, die hier. So noch mal 25 Erfahrungspunkte. Also reicht erstmal, ne? Kurz noch einen Pilz gucken. Nee, ist nicht gewachsen.
Gut, mal eben die Rüstung mal eben flott machen. Und dann wenn wir nochmal zum Dorf, nochmal handeln. Dann haben wir jetzt hier das Papier, hatten wir hier bei den Werkzeugen. Ich lasse mal den Helm mal eben hier. So, den Honig. Könnte man sich ja nicht auch mal überlegen, ob man hier nicht sogar noch ein paar Bienenstöcke macht. Hier bei dem Feld, ne? Das war ja relativ einfach, meine ich, hier mit den Holzgeschichten. Ich meine, das war hier 3 Honig. Genau. Und dann haben wir die nämlich schon mal. Jetzt, wo wir das gerade in der Hand haben, hier das Material. Ich nehme mal hier die Birke. So. Dann haben wir noch den einen hier. Ich kann mal eben schlafen. Dann haben wir nämlich hier das Feld. Dann kann man das mit den Bienenstöcken nämlich ganz gut kombinieren. Vielleicht, wenn man die einfach hier an die Seite einfach mit dran baut hier. Und dann statt Fackeln machen wir da jeweils ein Lagerfeuer drunter. Da haben wir das schon mal angelegt hier, ne? Gut.